Ich habe mich ja letztens wählen lassen, welchen Nagellack ich wieder lackieren soll. Und ich hatte nämlich zwei neue, einmal diesen Bordeaux-roten und einmal diesen, der ist so gräulich. Na, obwohl, der ist eigentlich so ein bisschen taub. Moment, ich hole ihn gerade mal, weil hier sieht der mehr grau aus, aber wenn ich jetzt drauf gucke, ist noch ein bisschen mehr braun dabei. Moment. So, naja, man kann es nicht so ganz erkennen. Also das ist halt schon wie die Farbe hier, aber ein bisschen mehr grau noch, ein bisschen mehr braun noch. Na wohl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Na, egal, auf jeden Fall hatte ich euch ja wählen lassen und die meisten haben für den roten gestimmt. Also habe ich mir gerade die Fingernägel lackiert, beziehungsweise ich hatte sie ja schon an dem Tag lackiert, weil ich dachte, okay, das ist jetzt hier so ein Gel-Nagellack und dann muss ich kein Topcoat mehr drauf machen. Zumindest habe ich mir ihn deswegen gekauft gehabt, damit ich kein Topcoat mehr drauf machen muss. Moment, ich muss das Licht hier mal wegmachen, weil sonst seht ihr das nicht. Moment. So. Kann man es erkennen, die Farbe? Ja, so ein bisschen schon. Naja, auf jeden Fall dachte ich, weil die kosten nämlich mehr. Es gibt die Farbe auch, obwohl ob es die Farbe gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Farbe hier, auch als normalen Nagellack. Und die sind nämlich günstiger. Und ich hatte mir jetzt extra dieses Gel-Ding gekauft, weil ich dachte, da muss ich mit, zumindest bei den zwei Nagellacken keinen Topcoat mehr verwenden. Aber ich hatte ihn dann lackiert, zwei Schichten. Und ich dachte auch, die wären trocken. Und dann bin ich schlafen gegangen, morgens aufgewacht. Und dann hatte ich dieses Bettdeckenmuster wieder drauf. Ne? Wie früher eigentlich immer. Und jetzt habe ich einfach eine Schicht drüber lackiert. Moment, die sind gerade frisch lackiert, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, ja. Auf jeden Fall, ich habe gerade drüber lackiert und dann habe ich natürlich wieder den Sash-Weed drauf gemacht. Und jetzt sieht es auch total schön aus und glänzt auch. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also sehen richtig, ich finde sie richtig, richtig schön. Ich finde auch die Farbe richtig schön, die man jetzt in diesem Licht nicht so gut erkennen kann, weil es irgendwie ein bisschen schwarz aussieht. Aber es ist eigentlich halt dieses Rot. Vielleicht kann man es draußen nochmal besser erkennen. Muss ich nochmal schauen. Naja, auf jeden Fall ist die Farbe sehr, sehr schön. Und ihr habt die gewählt und ich hatte auch irgendwie Lust auf Rot. Deswegen hatte ich dann den Nagellack lackiert. Und ja, aber ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal sagen, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Vielleicht mit einer Schicht hätte es vielleicht geklappt, ne? Weil ich habe zwei Schichten gemacht. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich dieses Bettdeckenmuster. Vielleicht mit einer Schicht braucht man dann keinen Topcoat mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passt es auch super zu meinem Schlafanzug. Das ist so ungefähr die Farbe von meinen Nägeln. Nur auf meinen Nägeln sieht es irgendwie schwarz aus. Also, das ist mein Schlafanzug. Ich habe gerade geduscht und kam so raus. Und meine Mutter hat mich so gerufen und sagt so: Ja, Essen ist fertig. Und ich dachte mir so: Hä, die waren doch gerade noch draußen. Wie konnte das Essen so schnell fertig sein? Und dann habe ich gesehen, dass die Chinesisch das Essen mitgebracht haben. Ich liebe es. Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das liebe. Das essen wir schon, keine Ahnung, wie viele Jahre. Beim Chinesen, also immer die gleichen Sachen, aber es ist so lecker. Also, ich weiß nicht genau, wie die Sachen heißen. Ich sage euch nur mal ungefähr: Das ist Rindfleisch mit so Zwiebeln. Das ist Ente, aber was? Gebratene Ente oder so? Ich weiß nicht ganz genau. Das ist Rindfleisch mit Brokkoli. Das ist Hähnchen. Keine Ahnung, mit Gemüse und es gehört noch zur Ente. Und das ist diese scharfe Soße, die uns immer geben. Aber so lecker, Leute, wirklich. Oh, und ich habe gerade so Hunger, es tut richtig gut. Also ich esse es jetzt. Guten Appetit. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht und zwar einen Snack-Tee. Der ist mit süßer Minze, steht da glaube ich nur, ne? Sweet Mint. Genau, also eigentlich nur ein Pfefferminztee. Ich zeige euch mal den Spruch, der darauf steht. Total süß. 1 minute of laughing equals 1 hour of life. Also nicht vergessen zu lachen. Ganz, ganz, ganz viel lachen. Immer wenn ihr könnt. Und ich trinke jetzt auf jeden Fall meinen Tee. Und ja, guten Appetit. Ich wollte euch mal. Guten Appetit beim Tee, ne? Ich wollte euch mal zeigen, wie meine Box aussieht. Ich hatte euch ja letztens gezeigt, dass ich mir die Christmas Collection gekauft hatte. Und das ist nur noch übrig. Voll schade. Ging irgendwie sehr schnell. Und nur noch das ist übrig. Das habe ich alles schon getrunken. Ich glaube, ich werde mir noch eine Box kaufen, weil ich fand die eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, die meisten Sachen schmecken eigentlich relativ ähnlich. Ja, also so viel Unterschied habe ich ehrlich gesagt nicht geschmeckt. Ich muss also mal reden lernen. Es schmeckt eigentlich alles relativ würzig, so nach diesem Chai. Ich meine, ein bisschen Unterschiede sind schon da. Zum Beispiel merkt man bei dem Schoko Chili, da habe ich beide schon getrunken, dass der ein bisschen anders schmeckt als der normale Schoko. Aber, oder halt Minze schmeckt natürlich jetzt anders als, was weiß ich, Ginger, ne? Also Ingwer. Aber jetzt
sonst relativ gleich. Also die Gewürze sind schon sehr, sehr ähnlich. Aber mir schmecken halt alle eigentlich bis jetzt, die ich getrunken habe, haben mir sehr gut geschmeckt. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich noch mal so eine Box holen, solange es die noch gibt, ne? Die gibt es ja immer nur so zur Weihnachtszeit halt. Naja, deswegen, das wollte ich euch mal zeigen. Also wenn ihr auch so Teetrinker seid und auf so Chai-Tee und sowas steht, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und ich trinke jetzt meinen Tee. Meine Eltern waren ja vorhin einkaufen und haben die Süßigkeiten mitgebracht. Das sind jetzt indische Süßigkeiten, aber die bengalischen sehen eigentlich komplett gleich aus und schmecken eigentlich auch. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Ähnliches oder Gleiches sogar. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Ich habe jetzt in meinen Tee schon Honig reingemacht, deswegen nehme ich mir jetzt davon nichts, weil die sind schon krass süß. Aber so sieht es drin aus und es schmeckt so gut. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen was von dem hier. Aber schmecken auf jeden Fall sehr gut. Aber halt extrem süß. Also ich könnte dazu jetzt nicht einen süßen Tee trinken oder einen gesüßten Kaffee oder so. Aber naja, das wollte ich euch mal zeigen. Hi Friends! Ich bin jetzt mal mit meiner Freundin beim Event angekommen und ja, ich zeige euch mal, wie es drin aussieht. Ich war gerade schon mal drinnen, aber ich habe gedacht, ich komme nochmal mit euch raus und zeige euch dann, wie es von Anfang an aussieht. Also, kommt mal rein. Ich drehe euch mal um. So, es gibt so kleine Häppchen am Anfang. Könnt ihr mal schauen. Dann haben wir direkt ein Gläschen Sekt bekommen. Sind die hübschen Damen. Champagner. Oh, ja stimmt, Champagner war es, genau. Die Inhaberin, ne? Genau. Und ich führe euch jetzt mal hier einmal rein. Und zwar hier verschiedene Teesorten. Die fand ich ganz interessant. Und meine Freundin meinte, dass ihr Vater die gerne trinkt. Aber ich kenne die noch nicht. Ich habe die noch nicht probiert. Ja. Ich gebe euch mal ein Overview. So heißt es. Dieses Event wird von diesem Zentrum für Hautgesundheit gemacht. Das heißt Skin Aid. Hier überall so kleine Stationen, also hier sind so kleine Tische. Das ist ein bisschen laut, ich hoffe, ihr hört mich. Hier werden Nägel gemacht. Die haben hier Deborah Lipman Nagellacke. Hier werden dann die Nägel gemacht. Vielleicht, ich habe ja schon Nagellack drauf. Ihr wisst, ich habe ja vorne erst meine Nägel lackiert, aber vielleicht mache ich mir irgendwas drüber. Irgendein Glitzernagellack. Von Deborah Lipman. Hier kann man die Haut analysieren lassen. Ich zeige euch mal, da gibt es so ein Face Chart. Und ja, da gibt es halt auch noch so verschiedene Dermalogica-Produkte. Und ich glaube, die machen dann so einen Abstrich von der Haut und schauen dann eben, wie es aussieht. Beziehungsweise, was für ein Hauttyp man ist. Und hier hinten ist nochmal so ein Bereich. Und da werden die Kunden hier geschminkt. Da hinten. Ich zeige euch die Schminke gleich nochmal mehr. Und was mich eigentlich interessiert, ist dieses Cooler. Cooler-Produkte interessieren mich eigentlich am meisten, weil, das so, weil die so Sonnenschutzfaktor haben. Aber trotzdem gute Inhaltsstoffe, was ja oft bei so Sonnenschutzfaktor-Produkten nicht so ist. Es ist auch so die Straße mit der größten Lobby, was man sagt. Hier gibt es auch nochmal coole Sachen. Gucke ich mir auf jeden Fall gleich nochmal an. Sieht alles schon sehr hochwertig aus und sehr edel. Und das ist hier die dekorative Kosmetik. Ich will noch einen Kauf. Und zwar der erste Preis ist ein Zahnzerkurs. Noch zusätzlich. Und die Marke zum Beispiel kenne ich ja gar nicht. Was wir noch aufmachen, wir in dem Fall. Meine Freundin und ich haben uns jetzt Lachslollis genommen. Aus so einem Seetangsalat, ne? Oder? Sieht aber sehr lecker aus und riecht auch sehr lecker. Also probieren wir jetzt mal. Meine Freundin hat mich daran erinnert, dass ich vergessen habe, guten Appetit zu sagen. Also guten Appetit. So, ich lasse mir jetzt mal die Fingernägel lackieren. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass der eine Glitzernagellack, ich sag euch gleich den Namen, auf jeden Fingernagel drauf kommt. Und der andere nur auf dem Ringfinger, der ist so blau. Der ist da unten. Ich weiß noch nicht.
In ihre Fingernägel lackiert. Erstmal hat sie einen Nude-Ton bekommen. Ich sag euch mal, wie der heißt. Moment. Der heißt. Moment. Naked. Also nur hinten dran. Und jetzt bekommt sie so einen Glitzernagellack nur hier vorne hin. Sieht schon sehr schön aus. Und ich habe ja eh diesen roten drauf gehabt. Und dann habe ich mir jetzt überall. Moment, hier noch so einen Glitzerroten drauf machen lassen. Der heißt Good Girl Gone Bad. Oh, Rihanna. Und dann auf dem einen Ringfinger habe ich Bababoom. Bababoom. Und der sieht auch wirklich so Bababoom-mäßig aus. Seht ihr das? Sieht so geil aus, Leute. Friends, meine Freundin wird jetzt noch geschminkt und wir warten gerade, weil sie würde sich gerne ein Make-up auftragen lassen, was hoffentlich gut für ihre Haut ist und wo sie hoffentlich keine Pickel kriegt. Und wir warten jetzt. Das sind unsere Snacks. Das ist hier einmal nochmal der Lachs-Lolli. Hier, das ist Schrimps, keine Ahnung, aber total lecker. Und hier auch nochmal ein Lachs-Lolli für mich. Also, guten Appetit!